Herzlich willkommen bei The Long Dark. Im Halloween 2020 Modus in der Folge Nummer 4 inzwischen schon. Dies ist nun die beschädigte Bahnstrecke. Wir haben immer noch keine weitere Munition gefunden. Wir haben sämtliche Munition in Bleak Inlet verpulvert. Ja. Aber wir haben das Feuerchen gefunden dort, immerhin. Wir sind immerhin durchgekommen. Wir wurden allerdings, wir waren in drei Timberwolf-Rudeln verwickelt. Iron hat entsprechend gelitten. Und das Feuerchen hier ist in relativer Reichweite, sozusagen. Muss man mal gucken, wie wir da durchkommen. Ich hoffe, dass ich hier, wie im Ort der Trostlosigkeit, die Wölfe komplett deaktiviert haben. Achso. War das ein bisschen Kaffee, Junge? Ja, wir sollten hier theoretisch auch pennen müssen. Wir müssen hier theoretisch pennen, das hilft nichts. Jetzt kommen wir hier nicht wieder raus. Ihr seht, das Auge ist total im Eimer. Und wenn wir vom trostlosen Marschland nicht nach Milton kommen, weil das Seil fehlt, dann war das echt kritisch. Jetzt geht er hoch, Junge. Hinterland, Mensch, könnt ihr das nicht mal endlich verbessern? Was ist denn mit euch los? Okay, komm, weiter. Zum Glück haben wir inzwischen ein Messerchen, das ist ja schon mal ganz wichtig. Und wir scheuchen den Jungen auch ein bisschen. Ja, wir hatten das ja gehabt im Bleak Inlet, als wir das Anlocken da gesetzt hatten, dass der Darkwalker sozusagen uns entgegenkam. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so clever war, das Anlocken dort hinten hinzusetzen. Ach je. Ich weiß auch gar nicht, warum man sich diesem Modus überhaupt freiwillig aussetzt. Das ist schon sehr schräg irgendwie. Ein bisschen schon. Okay. Ja, wir müssen dringend pennen. Es hilft nichts. Wir müssen echt pennen. Wir werden das wieder beim Feuerchen machen. Wir müssen uns erstmal ausschlafen. Bevor wir da weiter stürmen. Vielleicht finden wir ja irgendwas Sinnvolles. Ich weiß es nicht. Ja, dieses ganze Fackeln, das fange ich gar nicht erst an. Ich habe das schon so oft gesehen, dass das einfach gar nicht funktioniert. Das lasse ich dann. Ja. Der Kaffee ist vorüber. Temperaturbonus ist 10 und 4 Grad. Das ist nicht mehr so wirklich gut. Ich sehe nur irgendwie keine Chance, da jetzt großartig drum herum zu kommen. Also keine Chance, da jetzt irgendwie großartig zu reparieren. Also wir gehen erst nochmal zu dem Waggon, weil manches Mal gibt es da ja ein bisschen Munition. Das ist aber so eher selten, aber naja. Excellent. Gut. Wieder was zu essen. Es gibt Wölfe hier, gut. Das heißt auf keinen Fall Werkzeugschuppen. Ja, eventuell schon. Eventuell schon. So, da drüben ist das Feuerchen gewesen. Also sie haben dann immer noch doch ein paar Wölfe auf der Karte.
wie wir gesehen haben, nicht zu knapp. Nächste. Energy Drink. Ja, das werden wir jetzt nicht verwenden. Could end up being useful. Das ist eher nützlich, das nicht, nein. Halt! Warte mal, halt. Komm, machen wir nochmal auf. Komm, nachladen. Schneller, Junge. Kannst du schon den Schlafsack dabei rausholen? Oh ja, das ist ja super. Ja, komm, weiter nachladen, hallo. Unendlich, ja, das Feuer geht unendlich. Das sieht man deutlich. Werden wir nachher sehen, wenn wir hier wieder aufbrechen. Okay. Dann vernichten wir erstmal hier die Dinger. Okay, Wasser drauf. Wir müssen jetzt erstmal gründlich auspennen. Und das unendlich zählt natürlich nicht. Deswegen werden wir wieder aufwachen und es wird weg sein. Okay, alles klar. Ja, also wie man sieht, das funktioniert so nicht. Halt, falsch. Wir locken hierher. Weak. Oh ja, ich bin so schwach. Trink erstmal nur ein bisschen. Das mal, hier geht es vor allem ums Gewicht halt. Das ist eigentlich so das Einzige. Okay, das heißt, wir haben jetzt wie viele geschafft? 5, die Hälfte. Naja, gut. Ich sag trotzdem nicht, dass wir das schaffen. So, dem Optimismus gebe ich mich nicht hin. Ich sage, dass wir es schaffen, wenn wir vor dem letzten stehen, ja. Bis dahin bleibe ich hier skeptisch, was das angeht. Was sagt denn eigentlich der Nebel? Ja, hier ist das natürlich gar kein Problem, das ist klar. Okay, ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr zu gehen, den Jungen nicht zu sehr zu stressen. Damit wir da so glimpflich wie möglich nach Milton kommen. Und wenn ich das, weil ich das ja gelesen habe, dass ja jemand geschrieben hat, dass man von der Küstenstraße nach Milton, da ist ja ein Übergang, von der Küstenstraße in den Rätselsee gegangen ist und dann, direkt als in den Rätselsee kam, der Darkwalker vor ihm stand, muss man natürlich für die nächste Region ein bisschen Rennkreisel aufheben. Und dann halt gleich wahrscheinlich abstoßen halt zeichnen. Ja, es klingt doch so, als wäre er direkt vor uns. Kann aber nur sein, dass das Hinterland da einfach kleine Gemeinheiten eingebaut hat. Okay, Junge. Wir schauen uns das jetzt mal an. Wir, ach du Schande, die ist so schlecht, echt. Ja, reparier mal. Ich weiß jetzt natürlich nicht, soll die eigentlich? Ja, okay, das hat geklappt. Gut, zerleg die mal. Und reparier mal die Handschuhe. Genau. Zumindest mit einer 70% Chance, was halt geht. Hoffnung, dass das geht. Oh, das geht sogar. Gut. Ja, wir müssen ein bisschen was kurz für unsere Kleidung tun. Es hilft nichts. Die Stiefel sind jetzt dran. Ja, natürlich. Und es wird jetzt nochmal nicht klappen. Richtig? Oder doch? Ja, es ist zu kalt. Ich weiß. Ich weiß. Was sagt die Region? 39%. Ja, das, also ihr seht, das funktioniert nicht. Die haben da nicht, das nicht komplett berücksichtigt. Und das persönlich finde ich ehrlich zum Kotzen. Dass sie darauf nicht achten. Dass das wirklich dann auch global umgesetzt ist. Sobald du im Inventar was machst, zählt das dann nicht mehr als Echtzeit. Echt, hier hinten wird's wärmer. Na gut, das stabilisiert die Prozente nicht. Was haben wir denn zu essen? Ja, dann nimmt ihr mal den Müsli-Riegel. Erstmal egal, irgendwas, damit man halt jetzt erstmal die Prozente, wie es sagt, das, 50% war natürlich schon übel. Okay. So cold.
Ach, es geht schon wieder runter, verdammt, wieso? Echt? Du stehst ja vor uns, oder was? Da sind wir am Ausgang. Ich weiß nicht, was vor uns ist. Es klingt halt so. Aber auf der anderen Seite sind wir auch relativ nah am Ausgang. Was ja bedeuten würde, das wäre wieder mal so. Das ist zu kalt. Wir müssen den Rennkreis leider aufheben. Naja, ist definitiv nicht vor uns. Das wäre ja jetzt schon längst aufgetaucht. 12 Minuten. Bis hier Schicht im Schacht ist, 50%. Ja, ich weiß nicht, wie das zählt. Keine Ahnung. Aber es zählt auf jeden Fall nicht korrekt. Wenn du Kleidung reparierst, dann... oder zerrockst, dann geht doch auch irgendwie die Zeit schneller rum. Ja, man hört ihn irgendwo in der Nähe herumstapfen. Naja. Schau mal, das Stapfen der Penner. Wahrscheinlich stapft er auf der anderen Seite rum, vom Tunnel. Das würde mich nicht wundern. Anlocken ist hier noch vollständig, echt. Okay. Wo immer das auch anliegt. Wir schreien erstmal ein ganzes Stück weg. Ich will mal auf die Karte schauen. Echt, wir sind nicht auf der Karte drauf? Ach doch, da drüben sind wir drauf. Aber man sieht das Anlocken nicht. Okay. Schade. Dann machst du das Unlock halt hier hin. Anscheinend funktioniert das nicht. Ja, guck mal, das ist doch leer. Mhm. Leck mich doch, das soll doch nicht wahr sein. Okay, komm. Direkt das Ding raus. Damn. Freezing. Prozent. Okay, wir haben ihn tatsächlich gehörig zurückgetrieben. Okay, es wird wieder wärmer, dann wird es wieder kälter. Ist. Wäre natürlich besser, ihn zu treffen, als ihn so zu verscheuchen. Ja, das 50%, guckt euch das mal an. Ja, das Seil ist natürlich hier nicht da, aber da kommen wir wahrscheinlich, wir werden sogar hoch, wobei gibt es hier doch, hier gibt es ein Seil, theoretisch. Naja, da kommt der Wolf wieder. Kümmert sich gleich um den Hirsch. Dann dient der Hirsch als Ablenkungsmanöver. Oder auch nicht. Ja, natürlich müssen wir noch mit dem Wolf kämpfen. Das ist ja klar. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Guck doch mal die Prozente an. Penner, ganz ehrlich. Halt's Maul, ganz ehrlich, du Penner.
wir brauchen das natürlich auch. Derweil freut sich dieser dumm rumstapfende Vollpenner. Okay, alles klar. Wenigstens hier schon mal der einsame Bach. 5 Schuss haben wir noch. Also ich persönlich finde ja, wenn er einen Energy-Drink getrunken hat, soll er auch weiter rennen können. Naja, jetzt fängt das Herz an zu schlagen. Die Temperatur steigt aber. Ist der Futter gleich down. Ne, Futtertemperatur sinkt wieder. Jetzt sinkt auch. Was ist denn das? Es steigt mal, dann sinkt es mal wieder. Ja, das auch noch. Kannst einfach noch ein bisschen rennen. Ich will jetzt auch keine Notfallspritze setzen. Wir haben nur eine. Na, wunderschön. Schön Brunnen siehst du, Junge. Junge Len, renn zu jetzt. Komm, renn mit dir, hallo. Okay, komm. Ab in die Hocker. Schlafsack raus. Halt, Schlafsack raus. Hallo. Zu nah am anderen Objekt. Ja, dann stell doch einfach irgendwo hin. Wo kannst du den hinstellen? Da. Wo ist er? Da ist er. Okay, Futter rennen. Und zwar so schnell wie möglich. Komm. Wir brauchen jetzt erstmal kräftig was zu futtern. Dann nimmst du gleich noch eine Dose. Halt hier. Nicht das Gegenteil von einer Dose, Junge. Okay, hallo, wo ist der Schlafsack? Da ist er. Komplett ausschlafen. Echt, so schlecht hast du dich erholt, du Penner. Ach du Schande. Ja, da sehe ich aber schwarz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Uff. Das wird nicht einfach. Ich sag ja, ich sehe das erst optimistisch, wenn wir vor dem letzten Feuerchen stehen sollten. I could eat a horse. I don't feel so good. Uff, warum hast du dich so schlecht erholt? Ja, wir haben auch keinen Tee dabei. Ich glaube, wir haben wirklich gar keinen Tee dabei. Ne, wir haben gar keinen Tee dabei. Wir erholen uns so schlecht, wie wir uns erholen halt. Naja. Gut, da müssen wir halt essen erstmal. Da müssen wir erstmal essen. Ja, wir werden durch Milton kommen. Milton war nicht, es war schon auch mal ein Tod sozusagen. Der Seil bringt uns unten gar nichts. Das nehmen wir mit. Ja, reparieren bringt ja nichts. Also können wir das auch lassen. Nein, nein. Tschüss. Seil bringt uns von unten nichts. Du könntest übrigens immer noch ein Pferd essen, Junge. Denkt er sich jetzt die ganze Zeit. Oh Mann, so ein schönes, leckeres Pferd. Oh Mensch. Ich hätte jetzt echt Bock auf so ein richtig schönes Pferd. Meine Güte, letztens habe ich noch ein Pferd gegessen, das war richtig lecker. Ja, es bleibt jetzt da. Ah nee, ah, jetzt hat er es dann mal aufgegeben. Okay, dann doch kein Pferd. So, wie ist denn das? Gibt es hier auch einen Ausgang oder wie ist das? Ah ja, gibt's tatsächlich. So, wie viel Wasser haben wir denn? Schon wieder viel zu wenig. Okay, nur ein bisschen. Ich will mich ja erstmal nur leicht haben. Ja. Achso, wir sind am Marschgrad, genau. Wir sind noch gar nicht im trostlosen Marschland. Doch sind wir in Milton. So, dann wollte ich sagen.
Was sagt die Karte? 32%. Gut, wir müssen da nicht nochmal durch, aber das funktioniert tatsächlich relativ effektiv. Du kannst 50% von dem Nebel wird dann zurückgedrängt. Das heißt, das solltest du eigentlich eher machen, wenn du kurz vor 100 bist. Okay. Gut, ob uns dieses Wissen in der Zukunft noch nützlich wird, das werden wir noch sehen. In der Höhle war das jetzt tatsächlich relativ entspannt. Ja, es ist schon wieder zu kalt. Und das ist noch ohne Wind. Ich fände es ja gut, wenn es den Darkwalker... ja, nur einmal gäbe und nicht in jeder Karte einen. Mhm. Ja, siehst du auch, Nebel auflösen war noch ausgegraut. So, wo ist das Feuerchen? Hier? Wo ist das? Das ist doch der Bauernhof. Echt? Ja, es gibt anscheinend... Entschuldigung, ich gehe mal kurz in die Abzeichen rein. Anscheinend gibt es auch eine Herausforderung, die man gewinnt, oder was? Nee, nicht Herausforderung, Entschuldigung. Eine Leistung, die man gewinnt. Ja, genau. Du bist nachts weniger erschöpft, dafür tagsüber mehr. Das ist so dämlich. Das ist so extrem unnützes Vieh. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie das wieder machen. Ja, der Vorteil, wenn du halt das Zeichen hier unten setzt, ist, der Darkwalker muss die Seile jetzt anbringen, falls die fehlen. Wenn die fehlen, dann haben wir eh ein Problem. Und zwar ein Riesenproblem. Er scheint sogar relativ nah zu sein, wieder mal. Wir haben Wind. Oh nein, nicht Wind. Nicht Wind, Junge. Bisschen Kohlen. What have we here? Beziehungsweise haben wir irgendwas zum Anzünden überhaupt dabei? Ein Stock. Oder ein Buch oder irgendwas wäre halt hilfreich. Nee, das nicht. Davon haben wir auch genug, leider. Energy Drink. Was zu essen. Noch was zu essen. Noch mehr grüne Farbe. Brauche ich jetzt nicht auch noch. Wir haben auch genügend Öl eigentlich. Ja, das haben wir auch dabei. Okay. Dann ist mal die Tomaten... oh, 99% Tomatensuppe. Ist die mal, weil die hat ja doch gehörig Flüssigkeit. Und der Fisch hat Flüssigkeit. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit dem Schweinefleisch mit Bohnen? Die sind, glaube ich, salzig. Aber das hat Flüssigkeit. Dann essen wir uns erstmal leicht. Das macht wahrscheinlich Sinn. Ja, genau, super. Super. Dann machen wir jetzt doch kein Feuerchen. Hirschkadaver. What is that thing? Wieder kommt er zu uns? Nee, der kommt nicht zu uns. Naja, wir haben uns wieder entfernt. Weil der soll ja eigentlich auch zu dem Anlocken hingehen. Thank you.
veganen Birkenrindentee wäre halt eine Idee, aber naja, nee. Ich weiß auch gar nicht, wie viel, ob wir unsere Prozent erholen, beziehungsweise wie viele Prozente man pro Nacht wiederholt. Weißt du, echt überhaupt keine Zeit. Wir nehmen mal zwei mit. Halt, nur für den Fall, dass wir an dem Feuerchen dann mal kurz Halt machen und was kochen halt. Okay, Junge. Da müssen wir hoch. Ich hoffe, mit Energy Drink und so weiter kommen wir da hin. Keine Ahnung. Der Aufstieg geht immer noch. Der andere ist halt immenser. Okay, was haben wir denn dabei? Das Altholz fliegt mal raus. Zwei Kohlen, okay. Das lassen wir mal so. Das hier fliegt mal raus. Ja, die kaputte Jeans, die fliegen jetzt auch erstmal raus. Ja, das muss komplett mit. Wie sieht's hier aus? Wir haben immer noch keinen Revolver gefunden. Die Dinger verwende ich nicht. So einfach ist das. Die kann jetzt auch erstmal raus. Ich versuche mir einfach, mich so leicht wie möglich zu machen. Immerhin haben wir den Elchhautbeutel bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das Anlocken verliert gehörig an Wert. Gehörig. So, nochmal gucken, ob hier was Interessantes ist, außer halt tonnenweise Wind. Was ist das? Stock. Stock, Stock und so weiter. Zumindest sind die Seile da, das ist ja schon mal erfreulich. Gut, Leute, machen wir das so. In der nächsten Folge geht's hier hoch. Ich mache wieder die Escape-Taste. Geht's hoch, das sechste Feuer holen und dann müssen wir ins Sturmflusstal. Da wird sich wahrscheinlich alles entscheiden, wenn es nicht schon in Milden passiert. Ich fürchte, da, wenn wir uns nicht in der nächsten Nacht gut erholen, dann kann man das im Prinzip eigentlich vergessen. Weil die Wolfskämpfe sind übel, die Temperatur ist übel. Und ja, das ist, geht noch on top zum Üblichen. Was da so herumstapft. Sehr schön, danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.